Hallöchen und herzlich willkommen zur 60. Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, wer die letzte Folge gesehen hat, der hat ja sicherlich noch mitgekriegt, dass ich hier gerade noch abgebogen bin. Ich habe mich kurzerhand dazu entschlossen, meine Pause hier an der deutsch-österreichischen Grenze zu machen. Die habe ich jetzt auch schon gemacht, wir haben wieder volle Fahrzeit. Es ist jetzt 20.30 Uhr im Spiel, also genau jetzt, genau. Passt ja. Und ja, wir haben noch gut 300 Kilometer vor uns. Wir haben ja in der vorletzten Folge, war das jetzt schon, in der vorletzten Folge in Groningen geladen, in Holland. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Klagenfurt, wo die Ladung hin soll. Klagenfurt am Wörthersee in Österreich. Ja, aber es ist noch gut 300 Kilometer vor uns. Schaffen wir also noch bequem in dieser Folge. Wird zwar wieder mal eine Nachtfolge, aber ich kann es auch nicht ändern. Wir haben Winter, da ist es eben mehr dunkel wie hell. Ich weiß, ich könnte es umstellen, mache ich auch nicht. Weil ich denke mal, spätestens wenn der ATS rauskommt, dann haben wir wieder schönen Sonnenschein, da fahren wir in Kalifornien. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt auf dem American Truck Simulator, was geändert wurde. Gibt es dort vielleicht eigene Trailer? Gibt es dort eigene Hänger? Was kann man da machen? Was ist da anders? Ich bin sehr gespannt. Irgendwie eine komische Beleuchtung hier im Tunnel. Ich weiß eigentlich, kann mir nicht helfen. Sieht komisch aus. Die Wände so hell. Könnte am Wintermod liegen, kann auch original vom Spiel kommen, weiß ich leider nicht. Da habe ich jetzt meine Spur. Ich wechsle lieber. Mal lieber hier einen Spiegel einblenden. Hier weiß nicht, was die hier für. Ne, wir dürfen drüben bleiben. Lass mich. Uiuiui, eine Schnappe hier drin. Meine Herren. Ach, das ist jetzt hier eine Kreuzung auf der Autobahn. Ja, ja. Okay. Alles klar. Linksabbiegerspur auf der Autobahn. Geht klar. Machen wir so. Frei. Ja, ich würde mal sagen, hinter den LKWs stecken wir jetzt erstmal fest. Da kommen wir jetzt nicht so schnell vorbei. Doch, jetzt haben wir da normale Standspur und alles. Bis vor kurzem hatten wir ja noch hier diesen Schneehaufen auf linken Fahrstreifen. Das wäre natürlich viel zu eng geworden hier, da was zu reisen. Naja, hinter uns ist eh keiner, können wir hier noch vorbei jubeln. Doch, ist auch noch hinter uns, sehe ich gerade. Naja. Tanken tun wir später. Ich wollte in Österreich nochmal voll tanken, aber das machen wir dann auf dem Rückweg. Ach nee, ich das. Wohl, der zieht jetzt hier rein in die Tanke. Ja, hält auch dabei fast an. So, jetzt kann er vorbeifahren. Spiegel im Auge behalten, ja.
Ich sag so mal, im ETS 2 gibt es ja kein Überholverbot für LKWs. Deswegen kann man auch hier ganz getrost den Tunnel überholen. Stellt kein Problem dar. In Realität ja meistens so, also in Deutschland ja eigentlich generell, so viel ich weiß, aber ansonsten auch in vielen anderen europäischen Ländern im Tunnel gilt dann Überholverbot für LKWs. Oh, jetzt müssen wir hier eine kleine Gefahrenbremse schon was hinlegen hier. Denn jetzt müssen wir hier Maut bezahlen. 8 Euro. Ich glaube, bei den 8 Euro bleibt es nicht. Dankeschön. So, der nächste Tunnel. Ja, Österreich halt, ne? Entweder du fährst über die Berge drüber oder du fährst einfach durch. So, wie gesagt, weit dürfte es eigentlich nicht mehr sein. So eine richtige Fernverkehrstour hinter uns. Wir waren ja drei Folgen über 1200 Kilometer. Ja, gut, wenn ich das so durchrechne, über den Daumen gepeilt, gut zwei komplette Schichten gebraucht, also Lenkschichten, Arbeitsschichten. Wir sind hier losgefahren, da hat man eine angefangene Schicht, da waren es glaube ich noch 3 Stunden oder so, die wir übrig hatten, haben wir Pause gemacht. Dann sind wir am Ende der ersten und die komplette zweite Folge haben wir dann eine komplette Schicht runtergerubbelt. Und jetzt haben wir schon mal die dritte Schicht angefangen, gucken wo die dann endet. Wenn wir dann auch noch so 3 oder 4 Stunden übrig haben, dann waren es genau 2 Schichten eigentlich, könnte man dann so sagen. Und die nächste Mautstation. So. Erst 8 Euro, jetzt 20 Euro, sind wir schon bei 28 Euro. Bleib, wo du bist. Kriege ich so manchmal in die Platte hier und wollte auf eine rechte Spur hier, obwohl du gerade rüber willst oder rüber musst. Geht ja nicht weiter bei dir. Ja. Ah, 87 ist ein bisschen viel. Dann machen wir unsere 84 wieder rein, der löst keinen Blitzer aus und nix. Das passt schon. Das passt schon. Ja, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, diese Maltstationen brauchen auch ein bisschen Zeit oder ich wäre einfach ungeduldig, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, die brauchen auch ein bisschen Zeit. Man muss ja immer anhalten, man muss bezahlen. Gut, das geht ja schnell. Drücke ich einfach Enter.
Dann wieder anfahren. So, da kommt der Vorwegweiser. Ach, können wir links abbiegen oder was? Wien, Linz, Graz. Sieht wohl so aus, dass wir da links abbiegen dürfen. Auf der Autobahn. Jawohl. Also ignoriere ich einfach mal, dass der hier links rum euch. Ich dachte, er wollte jetzt hier links abbiegen eigentlich, deswegen hat er sich das da drüben eingeordnet. Aber offensichtlich einfach nur deppert. Einfach nur bedeppert. Schnee haben auf der Straße. Ja, weiterhin Tempo 80 hier, ne? Immer Vollgas. Zweig. Unser Abzweig stand dran, Klagenfurt und Italien. Ja, wir nehmen Klagenfurt, ne? Da müssen wir hin. Da hinfahren kriege ich mal richtig Kohle. Meine Herren, ein paar Schnappen hier drinnen. Was macht denn der? Sag mal. Meine Fresse, ja, die machen eine Kutsche. Das kannst du keiner erzählen. Glaubt ja kein Mensch. Komm, fahr zu deinem PKW. War ein bisschen sehr optimistisch, ich weiß, war jetzt sehr knapp vorne. Sollte man sich jetzt nicht als Vorbild nehmen. Hier eine Gefahrenbremsung, ey, das ist Wahnsinn. Wir sind gleich da, gleich sind wir da. Gut, Verzeihung. Ja, das ist ja schon unsere Abfahrt hier, also das ist jetzt.
kann wirklich sagen, fast da. Ich mache jetzt hier einfach die Spur dicht, fertig. So. Wird mir einfach zu eng hier. Den Schneehaufen da rechts und dann noch zieht der Hänger nach innen und da lieber gleich dicht machen. Ende der Autobahn. Dann darf auch meine Kreuzung kommen, dann sehe ich das ein. Da noch nicht raus. Ja, also die Knöpfe am Lenkrad, alles schön und gut, aber wenn man eben lenken muss und dann die Knöpfe betätigen muss, ist natürlich schwierig. So, Klagenfurt am Wörthersee. Schau, dass es dunkel ist. Jetzt sollten wir es mal bei Tag sehen. Das kam ja erst nachträglich rein. Also die Original Vanilla Map, jetzt ohne die Add-ons, jetzt mal die es gibt, Skandinavien, Going East, lassen wir jetzt mal, kann man ja ausblenden. Dieses Klagenfurt kam ja erst später mit einem Patch dazu. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, welcher das war. Ich glaube, wir müssen links da vorne, können wir gleich links bleiben. Und das kam erst später dazu. Original Vanilla Map, da gab es kein Klagenfurt. Müssen wir nicht. Gucken wir rechts rüber. Hier sehe ich gerade. Wir müssen ja einmal quer durch Klagenfurt hier. War glaube ich so ein kleiner Busbahnhof. Die kleinen Ampeln hier an den kleinen Kreuzungen sind aus und in den größeren an der Hauptverkehrsstraße dies an. Auch interessant. Wir können schon groß der Ort, ne? Hätte ich nie gedacht. Wirklich einmal quer durch Klagenfurt. Also als das rauskam hier, also als der Patch rauskam mit den Klagenfurt und das dann Multiplayer auf Multiplayer auch ging, bin ich mal Multiplayer gefahren hierher. Was hier los war, war der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Alle wollten sich die neue Map angucken. Die neuen Ortschaften. Das war der Hammer. Das war der Hammer, sage ich euch. Er war bestimmt, keine Ahnung, ich schätze jetzt mal 100 LKWs in Klagenfurt. Der Server ging richtig, da ist gemerkt, dass der Server ging in die Knie. Der Rechner hat es gar nicht richtig mitgemacht hier, der hat es gar nicht gepackt, wirklich die ganzen LKWs zu berechnen. Das war der absolute Wahnsinn hier. Ich habe dann zugesehen, dass ich hier rauskomme. Das könnt ihr mir glauben. Nee, das nehmen wir mal so nicht hin, oder? Das nehmen wir so nicht hin. Da haben wir noch einen Korrektursuch. Da würde ich mal ordentlich dastehen. Das Emulator hat uns zwar als eingeparkt anerkannt, aber ich nicht. Und was ich
Was ich sage, wird gemacht. Ich sage, wir brauchen Korrektursuch. So, wird der Schuh draus. So wird der Schuh draus. Gut, okay. Jo, passt ganz gut, ne? Sind jetzt bei 20 Minuten, da laden wir noch ab hier. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Gerne auch einen Kommentar oder ein Abo. Und werden wir hier sehen, wie mein Level aufsteigt. Beim nächsten Mal, wenn wir dann Level 11, verabschiede ich mich und sage, macht's gut, fahrt rechts, grüßt die Leute, ciao.